Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Heute wird es richtig interessant, denn wir schauen noch einmal zurück in die Vergangenheit, nämlich auf gestern. Da schien nämlich die ganze Situation rund um Verena und Marc noch einmal richtig hoch zu kochen. Ihr erinnert euch, Marc und Verena im The George Hotel. Dort soll es ordentlich geknallt haben, so laut, dass sogar die Hotelgäste die Polizei rufen mussten. Alkoholverdacht bzw. Drogenkonsumverdacht. Marc wurde mit auf die Polizeiwache genommen und soll dort wohl, einen Drogentest gemacht haben. So die Bild. Jetzt wissen wir aber auch das, was die Bild sagt. Naja, ne? Jetzt müssen wir mal schauen. Was ist denn jetzt ja vorgefallen? Einige treue Fans sind natürlich in Sorge, weil bislang Marc und Verena immer noch kein öffentliches Statement abgegeben haben. Sie scheinen es nicht für nötig zu halten, ihre verängstigten und besorgten Fans in irgendeiner Form zu beruhigen. Ganz im Gegenteil. Man zeigt sich glücklich auf Sylt beim Schnitzeltag im Hotel und lässt einfach alles, was in Hamburg passiert ist, hinter sich. Aber so läuft es halt leider nicht in der Öffentlichkeit, denn, und das muss man halt auch sagen, viele machen sich halt Sorgen, viele wollen halt wissen, was ist denn passiert, wenn man damit medial schon so konfrontiert wird. Und nun gab es aber jemanden, der hat ausgepackt, nicht Claudia Obert, die hat eigentlich eher eingepackt, nee, es hat jemand ausgepackt, der wohl an dem Abend mit dabei war, wohl ein sehr guter Freund von Marc und Verena, und in diesem Statement, da schauen wir mal rein und dann werden wir wohl womöglich heute ein bisschen mehr erfahren, einige Einzelheiten, die wir bislang noch nicht wussten. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch Danny, vielen herzlichen Dank für deine Recherche, auch im Fall Marc und Verena, dann fühle dich herzlich eingeladen, dich hier dieser kleinen Trash-Familie anzuschließen. Wir sind eine kleine Familie und auf den Weg zu den 15.000 Abonnenten. Es ist unglaublich, ein Abo kostet dich nichts und du verpasst hier nichts mehr. So, wir schalten einmal rüber in die Watson. Sie haben nämlich darüber berichtet, über den Spion, den Schnitzeltagsspion, nein, über den, der dabei war. Ja, einer muss ja dabei gewesen sein. Wir machen hier auch wirklich das Wichtigste, nämlich ab hier, Zitat Watson, nun meldet sich ein Vertrauter des Paares zu Wort, der die Nacht, in der der letzte Vorfall passiert sein soll, miterlebt hat. Er enthüllt neue Details darüber, was zwischen Marc und Verena wirklich passiert sein soll. Zitat Ende. Aha! Also hier scheint wohl jemand das Sprachrohr von Marc und Verena sein zu wollen oder sein zu dürfen. Das weiß ich noch nicht so richtig. Und er scheint sich hier zu äußern. Marc Terenzi und Verena Kehrt, Vertrauter, packt aus. In der Bild sprach nun Techno-DJ Steve eher über die Beziehung von Marc und Verena und über die Nacht, nach der Marc von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Zitat Ende. Also hier scheint wohl kein Koffer abgeholt worden zu sein. Was Marc ja erzählt hat, er scheint halt wirklich bei der Polizei im Gewahrsam genommen zu sein. Die Feier, die letztendlich so eskalierte, hatte laut Steve einen ganz bestimmten Grund. Am letzten Wochenende, genau vor einem Jahr, habe ich die beiden auf einem Event kennengelernt und es war bei uns Liebe auf den ersten Blick, sagte er. Ihr Jubiläum hätten sie alle gemeinsam in Hamburg feiern wollen. Es lief ein bisschen aus dem Ruder, aber so ist halt das Rockstar-Leben. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert, fuhr der DJ fort. Die Polizei hatte zuvor gegenüber RTL bestätigt, dass es ein Körperverletzungsdelikt zwischen einem Mann und einer Frau gegeben habe. Nun werden gegen beide wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt. Weil eine Rechnung im Hotel nicht bezahlt wurde, gebe es demnach außerdem Ermittlungen wegen eines Betrugsverdachts. Doch Steve, er gibt nun tiefere Einblicke in die Geschehnisse der fraglichen Nacht. Der Bild sagte er, weder Verena noch Marc haben sich gegenseitig angezeigt. Auch die offene Rechnung des Hotels, mit dem beide laut ihm eine Kooperation hatte, sei bezahlt. Das war lediglich schlechte Kommunikation, fügte er noch hinzu. Zitat Ende bis hierhin erstmal, wir lesen gleich noch weiter. Also hier scheint wirklich es so zu sein, dass Marc und Verena sich halt gekloppt haben und sich aber nicht angezeigt haben. Das Problem, was ich halt daran sehe, ist, was die zusammen machen und was nicht, das geht uns alle nichts an. Was mir aber wirklich gar nicht gefällt, ist dieses öffentliche, was anderes erzählen. Dann sagt doch einfach, dass ihr in einer Rock'n'Roll-Beziehung lebt, wo ihr euch halt ab und zu mal eine gibt. Das erzählt das dann und macht daraus nicht immer so eine
so eine Fake-Show. Das ist das, was mich eigentlich daran persönlich so ein bisschen nervt, dass man hier immer wieder andere Skandale mitbekommt, aber hier öffentlich immer alles, ja, Quatsch erzählt wird. Ich sag nur, Fuß im Gesicht oder in der Badewanne ausgerutscht oder zu heftigen Schwubilup. Das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Als die Polizei nach dem Vorfall ins Hotel kam und Mark mitgenommen habe, habe Vrena ihn angerufen, berichtete Steve weiter. Dann sind wir vom Hotel zu mir nach Hause, um etwas zur Ruhe zu kommen und haben auf Mark gewartet. Jetzt wird's interessant. Vertrauter widerspricht Vorwürfen. Vrena habe dann aber schnell einen Anruf von der Polizei bekommen, der Vorwurf, sie habe die Zeche geprellt und sei betrunken Auto gefahren. Auf Aufforderung der Polizei hin seien sie dann zur nächsten Wache gefahren und hätten die Vorwürfe dort aus der Welt geschafft. Sie hat das Auto nur aus der Tiefgarage gefahren und dann haben wir es abgestellt und haben uns ein Taxi genommen. Vrena ist nicht betrunken Auto gefahren und ihr Alkoholpegel war längst abgebaut, erklärte der Vertraute. Zitat Ende. Also, wenn ich betrunken ein Auto aus der Tiefgarage rausfahre und es denn abstelle, bin ich ja trotzdem betrunken Auto gefahren. Ist doch Quatsch. Also wenn ich betrunken bin und ein Auto betrunken aus der Tiefgarage fahre, habe ich ja den PKW bewegt. Ob sie jetzt zu dem Zeitpunkt noch betrunken war, ist völlig irrelevant, aber es lässt darauf schließen, weil sonst, warum sollte sie sich denn mit dem PKW aus der Tiefgarage rauswagen, es denn abstellen und denn mit dem Taxi fahren? Also das finde ich alles sehr kurios irgendwie und Fakt ist eins, du kannst auch, wenn du betrunken ein Auto aus der Tiefgarage fährst, auch andere Leute verletzen. Du kannst dich auch selbst verletzen, aber lass doch einfach nur irgendjemanden in der Garage, in der Tiefgarage antreffen, der, keine Ahnung, irgendeinen wichtigen Termin hat, morgens um 5 oder weiß der Geier, wann es war, und dann nimmst du den mit dem Auto aus Versehen mit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann Schnitzeltag auf Sylt genießen kann. Also das ist schon etwas, wo ich sage, da bin ich gar nicht d'accord. Wenn man betrunken ist, hat man verdammt nochmal den PKW stehen zu lassen. Völlig, völlig egal, ob man nur mal einen Meter fahren will. Das geht einfach nicht. Aber gut, DJ Steve sagt, war so nicht, sie war ja gar nicht mehr betrunken. Der Alkoholpegel hatte sich schon längst abgebaut. Na, wir lesen nochmal weiter. Auch der Verdacht des Betruges möchte Steve ausräumen. Dass die Rechnung im Hotel offen war, haben wir zu dem Zeitpunkt dann auch erfahren und haben uns sofort auf den Weg gemacht, um die Rechnung zu begleichen. Wir wussten es einfach bei der Abreise nicht besser. Immerhin hat das Personal uns auch ohne Anstand aus dem Parkhaus gelassen, stellt Steve klar. Und er verrät auch ein weiteres Detail zu Mark und Vrena. Als Mark bei mir zu Hause ankam, sind sie sich sofort in die Arme gefallen und waren froh, endlich wieder zusammen zu sein. Zitat Ende. Es geht nur weiter, aber also mal ganz ehrlich, ich war noch nie in einem Hotel und habe vergessen zu bezahlen. Also man weiß ja, dass man noch nicht bezahlt hat. Also wie soll, also das ist auch, also es tut mir wirklich leid. Ich habe bei beiden Kernaussagen, die bis jetzt sehr wichtig sind, echt irgendwie ein komisches Gefühl, so als ob ich verarscht werde. Also einmal betrunken Auto aus der Tiefgarage raus, aber man war ja nicht betrunken. Okay, das kann ja sein, dass der Alkoholpegel sich abgebaut hat, aber zu Punkt 2 muss ich euch ganz ehrlich sagen, also es gibt aber auch Menschen, die vergessen auch im Restaurant zu bezahlen. Das sowas gibt es, wenn man vielleicht einen Schockmoment hatte oder so, ist ja alles in Ordnung, aber ich für mich persönlich kann da mit dem Kopf nur schütteln, muss ich euch wirklich so sagen. Gut, Vrena kehrt, ein herzensguter Mensch. Der DJ sieht die Beziehung des Paares sehr positiv und das trotz der neuen Vorwürfe, die nun im Raum stehen. Ich hoffe, dass die beiden sich niemals trennen. Ich möchte mich für keinen der beiden entscheiden, weil sie beide einfach liebenswert sind, meint er. Und er ist auch überzeugt, ob die beiden sich gut tun oder nicht, können nur die beiden entscheiden. Immer sind sie erwachsene Menschen. Vrena ist laut Steve ein herzensguter Mensch. Mark beschreibt er als Kumpel, zum Pferde stehen. Wäre er ein Frauenschläger, würde ich mich klar von ihm distanzieren, macht Steve deutlich. Vrena selbst will den Fokus nun wohl weg von sich und den negativen Schlagzeilen lenken. Auf Instagram postete sie am Donnerstag mehrere Fotos ihres Hamburger Trips und dann können wir hier auch beenden, bla bla. Also, hier noch einmal kurz zusammengefasst. Der Freund oder ein Freund, der wohl bei dem Abend mit dabei war, sagt ganz klar, yo, es ist Alkohol geflossen, es sind ja auch Rockstars, da darf das auch passieren. Wir haben unser einjähriges Freundschaftsjubiläum gefeiert und dann war es wohl ein bisschen heftiger im Hotel und Mark wurde von der Polizei mitgenommen. Daraufhin scheint dann wohl Vrena mit ihm gemeinsam aus der Tiefgarage rausgefahren zu sein, um das Auto denn dann abzustellen, um denn mit dem Taxi zu Steve zu fahren.
So die Erklärung. Und man hat dann noch bei dem ganzen Stress vergessen, die Hotelrechnung zu bezahlen und ist dann natürlich dann gleich zurück und hat die Rechnung bezahlt. Also das ist so quasi das Bild, welches der Freund von Verena, dieser Steve, jetzt hier alles uns erzählt. Natürlich, wir alle waren nicht dabei. Klar, wir können das alle nicht besser wissen. Wir können aber die Situation beurteilen. Und aus meiner persönlichen Sicht, so wie ich das jetzt gelesen habe, ist das einfach nicht so ganz stimmig. Keine Ahnung, ich habe da so ein komisches Gefühl bei. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt Steve vorgeschickt wurde mit dem Einverständnis von Verena, um mal schnell die Schlagzeile zu beruhigen, vielleicht noch die 50 Euro Pressegebühr zu bekommen, um sich hier ein bisschen mitteilen zu können. Aber letztendlich bin ich der Meinung, Verena und Marc der Öffentlichkeit immer noch ein Statement schuldig, in dem sie wirklich sagen, was los war, dass es halt einfach scheiße vielleicht auch gelaufen ist. Und dann ist die Sache ja, denke ich mal, erledigt. Wenn beide auf eine Anzeige verzichten und beide einfach so miteinander umgehen wollen und da kein Krankheitsbild für spricht, sondern sie wollen das halt einfach so, dann sollen sie es halt machen. De facto muss ich aber ganz ehrlich sagen, sieht die ganze Sachlage für mich ein bisschen anders aus. Ich habe es schon in meinem letzten Video gesagt, ich bin weder Arzt noch Psychologe. Ich werde mir nicht anmaßen, hier ein medizinisches Urteil zu sprechen. Das kann ich gar nicht. Da fehlt mir einfach auch der Background zu. Und aus der Ferne zu diagnostizieren funktioniert eh nicht. Das so nebenbei auch für die Kommentare hier. Aber trotzdem grundsätzlich muss ich euch ganz ehrlich sagen, irgendwas stimmt da nicht. Ich bleibe am Ball und wenn ihr hier nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen kleinen Kanal. Freunde, ich verabschiede mich jetzt und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Macht es gut.